Durch unseren großen Spendenaufruf für die Tiere und für die Menschen in der Ukraine haben wir natürlich auch viele Spenden von Ihnen bekommen. Und somit war es für uns klar, wir wollen nochmal fahren, wir wollen den Tieren im Land helfen. Und da haben wir uns natürlich dann auf den Weg gemacht. Wir haben unseren LKW vollgepackt an Hundefutter, haben medizinische Artikel für die Hunde eingepackt, Decken, wir haben Hundepullover, Leinen, alles Mögliche, was die Menschen dort brauchen können, um ihre Tiere zu versorgen, in unseren großen Lastwagen eingepackt und sind Richtung Grenze gefahren. Und dann haben wir uns kurzerhand entschlossen, wir fahren dorthin, wo die Tiere leiden. Wir fahren in die Ukraine und bringen alles selbst dorthin. Und konnten Gott sei Dank alles gut erledigen, haben das Futter abgeladen, konnten die Menschen dort erreichen, konnten ihnen Futter übergeben. Und dann haben wir uns auf den Heimweg gemacht. Und am Heimweg hat uns dann ein Notruf ereilt. Und zwar geht es um eine hochträchtige Hündin von der Straße, die bei einem Supermarkt gelegen ist. Sie wusste wahrscheinlich, dass beim Supermarkt immer wieder Futter abfällt und sie tut sich sonst so leicht mit der Futtersuche und somit hat sie sich dort niedergelassen. Und dieser Supermarkt ist allerdings direkt neben einer großen befahrenen Straße. Und wenn die Babys auf die Welt kommen, dann ist es natürlich sehr gefährlich und das wollte man vermeiden. Ja, und wir haben uns die Hündin gesucht, wir haben den Supermarkt gesucht und wir haben die Hündin kennenlernen dürfen. Und daher kommt auch der Name, es ist die Penny, weil es beim Supermarkt eben gelegen ist und Gott sei Dank konnten wir die Penny retten. Wir sind zu Hause angekommen, wir hatten einen Tag zur Einlebung. Wir haben dann um 3 in der Früh bemerkt, dass die Penny nun loslegen will mit der Geburt. Also sie hat zu hecheln begonnen, sie war sehr unruhig, hat sich in ihr Bett gelegt und dann ist es auch schon losgegangen. Also um 3 ist das erste Baby auf die Welt gekommen und sie hat es sehr souverän gemacht. Das erste Baby war gleich ganz dunkelbraun, hatte keine weißen Markierungen. Also jetzt haben wir gehofft, dass sich zumindest die anderen unterscheiden, damit wir die dann auch auseinander kennen. Und so ist eins nach dem anderen gekommen. Wir haben jetzt weißbraune dabei, wir haben hellbraune, wir haben ganz schwarz-weiße. Also sie unterscheiden sich alle, Gott sei Dank. Und wir haben es natürlich bis zum Ende nicht geglaubt, aber es waren dann im Endeffekt 11 kleine Hunde. Also so einen großen Wurf haben wir natürlich nicht erwartet. Aber es, Gott sei Dank, funktioniert alles sehr gut. Und sie frisst sehr brav, sie geht nur raus, um sich zu lösen. Also 10 Minuten am Tag vielleicht verlässt sie ihre Babys. Die andere Zeit ist sie bei den Babys im Zimmer, im Bett und versorgt sie meisterhaft, also eine richtig brave, ruhige Mama. Und die Babys werden natürlich ganz tolle Junghunde werden und ich hoffe, dass wir sie auch gut vermitteln können. Und wenn Sie quasi live dabei sein wollen, schauen Sie mal wieder auf unserer Homepage, weil auf unserer Homepage haben wir dann unser Tagebuch. Die Penny und ihre Babys bekommen ein eigenes Tagebuch. Wir berichten, wir machen Fotos und schauen Sie mal wieder nach, vielleicht sind Sie der Erste, der sieht, wann Sie die Augen öffnen oder der Erste, der sieht, wann Sie zu springen und zu essen beginnen. Und wir freuen uns schon auf die tolle Zeit mit unseren Babys.